Schalke vor der Saison 2019-2020. So, David, mit dir als Trainer, da haben wir ein gutes Gefühl. Ich auch. Da könnte was entstehen auf Schalke. Das wäre klasse. Letztes Jahr Abstiegskampf, das war nicht so schön. Keine Sorge, das kriegen wir hin. Schalke nach der Hinrunde. Sag mal, David, die Mannschaft geht ja richtig ab, Mann. Ja klar, ich hab doch gesagt, ich krieg das hin. Und wie, Digga, Platz 5, punktgleich mit Dortmund und nur 3 Punkte hinter den Bayern. Ja, Mann, und das erste Spiel der Rückrunde auch mit 2-0 gewonnen. Gegen den Tabellenzweiten Gladbach. Sau stark, Mann. Oh, am Saisonende wird's Champions League, das spür ich. Okay, David, wir sprechen uns dann. Schalke am Ende der Saison. Und? Champions League Quali? Vizemeister? Mhm. Aber sag bloß, nee, wir sind doch nicht wirklich Meister geworden, oder? Nein, Schalke, da kann ich euch beruhigen. Ihr seid 12. geworden. Was? Platz 12. Das kann nicht sein. Doch, 39 Punkte, Platz 12. Aber wir hatten nach der Hinrunde doch schon 30 Punkte. Und eben nur 9 Punkte aus der Rückrunde. 9 Punkte? Ja, klar, was willst du erwarten, wenn du 16 Spiele in Folge nicht gewinnst? Ja, Alter, David, was war denn da los? Ja, also, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Das ist so typisch Schalke, Digga.